Willkommen zurück zu Halo Reach in der Master Chief Collection. Immer noch Level Notfallplan Winter. Und da das Spiel automatisch immer bei Kontrollpunkten speichert, sind wir natürlich jetzt wieder an einem Kontrollpunkt. Es könnte sein, dass ein bisschen zurückgesetzt wurden, aber ich glaube mal, dass es nur minimal so ist. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich dann bei manchen Folgen einsteige und wir sind ein bisschen wieder zurückgeworfen worden. Das liegt daran, dass wir dann immer zu einem Kontrollpunkt, den letzten Kontrollpunkt, zurückgeworfen werden. Und das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Ich versuche aber so gut wie möglich irgendwie die Folgen dann zu beenden, wenn wir dann auch bei einem Kontrollpunkt sind. Das kriege ich aber nicht immer hin. Das sage ich euch jetzt schon. Eventuell kriegt das doch auch immer hin, je nachdem. Aber falls es mal nicht so ist, dann wundert euch nicht, wenn wir mal ein paar Sachen nochmal neu machen müssen. Boss, wir empfangen ein Notsignal. Mayday, 3 Charlie 6, hört mich jemand? Wir mal nachladen, ne? Wurden von Allianztruppen angegriffen. Die Allianz ist auf Reach. Wiederhole, die Allianz ist auf Reach. Die Soldaten? Los geht's, 6. Wir müssen herausfinden, wo der Notruf herkommt. Bei allem Respekt, haben wir nichts Wichtigeres zu tun, als Streuner aufzulesen? Niemand wird zurückgelassen. Sag Bescheid, wenn du sie siehst. Noble 1, mögliche Verbündete südlich ihrer Position unter Beschuss, over. Werden angegriffen. Wiederhole, Mayday, Mayday. 3 Charlie 6 werden von der Allianz angegriffen. Bin verletzt, kann die Position nicht halten. Wo denn? Wir müssen die Soldaten finden. Ja. Das ist mir klar, nur das Problem ist, wo? Ich meine, hier liegen Leichen rum, ne? Also so ist er nicht. Oh, das nicht jetzt, aber hier. Aber wie komme ich denn von hier jetzt irgendwie weiter? Oh. Alles klar. Einfach weiterfahren, ne? Dann, ups, ne. Ja, kommt mal alle her. Ich habe hier einen tollen Jeep gefunden. Der Typ lässt sich Zeit hier. Ist ja nicht so, als sind unsere Verbündeten beschossen, ne? Klar. Kontakt, ja. Dann steigen wir hier aus und machen wir hier ein bisschen Mid-Action. Lade nach! Ja, ich glaube, das, ja, nee, ich habe noch genug Munition, ne? Ja, ich, immer wenn ich F drücken zum Einsteigen wie ein Gateboss 2, aber hier habe ich es. Ist ja auf E. Beziehungsweise ich habe doch gleich umgelegt, glaube ich. Ich glaube, das ist standardmäßig immer auf E. Ja. Bleibt wachsam. Fahrzeugsteuerung à la GTA finde ich immer so ein bisschen. Also da komme ich immer nicht so ganz klar mit. Müssen wir jetzt hier rein? Ich glaube ja, ne? Ich steige mal aus. Ja, das ist doch gut hier. Verstanden, Commander. Rufe Falcon Charlie 2 zurück. Auf Position bleiben. Stirb. Der ist immer noch. Nee, der ist tot. Achtung, Noble 1. Habe Landungsschiffe der Allianz gesichtet. Ja, das ist, Achtung, da ist hier. Evakuierungszone verteidigen. Oh, da kommen die Moas an. ja, die Frage ist nur, ist das die hier? Ja, scheinbar, ne? Ja, dann kommt Achtung, feindliches Landungsschiff kommt. Ja, okay. Wir müssen mich hier verteidigen. Lol. Hier, friss das. Verlagere die Stellung. Achievement! Hey! Das seht ihr aber gar nicht, ne? Also dieses blöde, dieses Xbox Overlay, ne? Das wird hier von der OBS nicht aufgenommen. Aber ihr hört den Sound. Den markanten Xbox Achievement Sound. Aber leider seht ihr nicht, dass... Oh lol, oh lol, oh lol. Komm schon. Ja. Ah gut, schüttel dich auf. Ja, komm schon.
nicht immer so gut, hier einfach mitten reinzustürmen, aber irgendwann muss es ja auch mal hier die Leute auch mal sterben hier. Die Aliens. Okay, da... Oh, ich, war das einer von meinen Leuten, der dahin einmal eine Granate geworfen hat? Achtung, Nobel 1. Habe Landungsschiffe der Allianz gesichtet. Ja, scheiße, ne? Müssen wir das Ganze hier wieder... Ja, das ist das Ganze hier leider wieder... Nochmal neu machen. Dann machen wir das ein bisschen professioneller. Scheiße. Ich glaube, ich stehe auch mal da hinten, wo meine Leute stehen. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht besser. Sollen die doch ein bisschen dichter kommen hier? Ja, warning. Ich bin gerade hier so ein bisschen in trouble. Man läuft das schon viel besser. Wahrscheinlich hat mich irgendwie so fast gekillt, ne? Hier so ein... Oh nein. Mit Adleraugen, ja. Sicherlich. Die habe ich. Da sehe ich mich. Ich glaube, er macht auch Aua, ne? Ja. Okay, wir haben es geschafft. Kontrollpunkt, super. Ziel erreicht. Ja, nice. Aktuelles Ziel erreicht. Geil. Transport. Landezone frei. Evakuieren. Verstanden. Transport kommt. Soldaten rein, schnell, Pilot, nah dranbleiben. Auf feindlichen Luftangriff. Darf ich denn auch rein? Nein, ich. Achso, ich soll hier rein, ne? Haube 2, Lagebericht. Sind an der Relaisstation. Tür ist verschlossen. Mit Sprengzünder versehen. Kannst du ihn umgehen? Ich schneide uns einen Weg rein. Wird aber etwas dauern. Okay, wir sind auf dem Weg zu euch. Ja, sehen wir schon auf dem Radar so ein paar rote Punkte. Also da wird schon ein bisschen Action sein. Landezone ist recht heiß, Sir. Landen Sie hier. Sechs. Weiter geht's. Okay, raus. Das Zoomen bringt halt aber mal so gar nichts. Ja, gleich habe ich keine Muni mehr mit dem mit der Waffe hier. Das ist ein bisschen kacke. Keine Muni, ich muss wechseln. Okay, ich muss wechseln, lol. Das ist meiner. Ja, ich habe wieder Muni, okay. Ja, ich muss trotzdem erstmal meine Alien-Waffe hier. Dauert noch etwas länger, Commander.
bin etwa zur Hälfte durch die Tür. Kontakt! Achso, die hackt hier gerade die Tür, ne? Wir müssen jetzt noch ein bisschen Aliens bekämpfen. Ja gut, dann machen wir das. Hier nur keine Aliens hier gerade. Da kommen sie! Ja, die A-Waffe ist schon ganz geil hier. Die geht halt einfach immer wie zu wenig Schuss, leider. Das ist das Problem an dieser Waffe. Das hier wird nämlich jetzt gleich schon alle sein. Ja, und von vorne und von überall. Nachladen. Ja, jetzt habe ich null Schuss noch, ne? Also noch ein paar Mini hier so, zack, und jetzt muss ich leider weg sein. Nein! Das ist leider ein bisschen frustrierend. Kontrollpunkt jetzt und dann müssen wir wieder von vorne anfangen, ja. Das ist natürlich immer so ein bisschen frustrierend, ne? Dass wir dann wieder hier, ne? Aber so ist das nun mal, ne? Man soll ja auch ein bisschen, ne? Man soll es ja nicht so leicht haben und dann gleich einfach an derselben Stelle weitermachen. So als wäre nichts passiert. So ein bisschen Bestrafung bei einem Tod sollte man ja auch haben, ne? Das ist doch schon in Ordnung. Und beim zweiten Versuch geht das ja immer alles besser, das kennt man ja. Fuck! Das ist meiner. Warum hat denn der hier. Aus dem Hinterhalt. Oh ja, so ist das. Ja, zack. Ach, da oben schießen auch noch welche. Sind übrigens auch zielsuchend, die Schüsse hier, die von dieser Alien-Waffe, die ich da habe. Deswegen ist sie auch so mega geil. In die Station zurückfallen, alles klar. Glaube ich, ist das ein Sniper hier? Ist da? Ach, hol mal. Jo, das ist so, oder? Das ist so. Das ist gar nicht mein Fall. Nee, das. Kann ich hier irgendwie. Ist es möglich, die Waffe wieder zurückzuwechseln? Oder. Bin ich jetzt am Arsch? Ist sie jetzt weggeglitscht? Wir müssen den Kontrollraum finden. Dort kann Kat das Relais reparieren. Emil, bleib hier. Die wir rausjagen, gehören dir. Okay, los geht's. Maus 4 drücken, um ein Dach sich zu aktivieren. Also hier, zack. Hier? Rein? Oder? Nee. Da ist doch was. Da. Schaut euch das an. Wo ist der Rest ihrer Einheit? Wir wurden getrennt. Es klang nicht gut über Funk. Okay, Corporal. Nicht bewegen. Wir holen einen Militärarzt. Mist. Plasmaschäden. Hier ist etwas. Das nehme ich, Sex. Nicht ihr Bereich. Der hier lebt noch. Na komm, raus mit dir. Minion innen. Nee. Ist schon gut. Wir tun dir nichts. Schon, Schatzi. Halt still. Dann lass ich los. Meg, Itzwanak.
Statusbericht bitte. Wir werden angegriffen. Ja, erstmal ganz langsam aufstehen. Ja, ja, ganz langsam. Er bitte Erlaubnis zur Verfolgung. Verweigert. Bleib am Eingang hier. Zwei, kümmere dich um sie. Fünf, ja. Darf ich jetzt wieder? Nee. Oh, jetzt geht's ab. Eine in der Station eliminieren, ja. Oh, da hinten. Ja, ja, ich will immer zoomen, aber das ist ja nicht so praktisch, wenn man das macht. Die fangen das leider mit ihren behinderten Schilden immer ab. Oh. Ja, sorry, das warst du. Ja, ich weiß. Hier auch diese coole Alien-Waffe. Die haben immer noch diese anderen hier, die so diese Laser oder Kugeln so schießt. Sind so ein bisschen blöd. Ihr frisst mal das. Da war die doch. I. Aha. Großartig. Wir halten es nicht aus. Weiterschießen. Da sind noch mehr. Scheuch sie raus, ich gebe Deckung. Neue Ziele erfasst. Ja, da war dieselbe Waffe nochmal, deswegen habe ich Munition bekommen. Alles klar. Der tot? Ja, der ist tot. Oh. Komm schon, komm schon. Wow, bist du fies. Ah! Was zum... Er stand da neben mir und ich mache hier so, hey, Sneak. Ne? Hier, was war das? Mit Adleraugen, yeah. Der ist, glaube ich, nee, ist er nicht. Jo, der. Okay, den im Nahkampf zu begegnen, ist einfach pain in the ass. Alles klar. Okay, das kriegen wir aber noch alles hin hier. Na, ein bisschen scheitern und dann merken, ne? Was, an der Seite? Die schießen nämlich irgendwie. Manchmal ist die Anzeige ein bisschen broken. So. Ja gut, von so weit weg habe ich vielleicht nicht. Ja. Guck mal hier. Scheiße. Der rennt auf mich zu. Der rennt auf mich zu. Hilfe. Hilfe. Das ist doch scheiße. Ich bleib da jetzt oben, ganz ehrlich. Ich kill die mit Granaten und dann gehe ich da wieder oben hin, wo der eine Typ da ist. Das kann doch nicht sein, ey. Der kommt immer hinter mir dann hergestürmt und dann bin ich am Arsch. So, ich hier mach mal Abgang. Ah, schade, nicht alle haben Abgang gemacht.
Ja, ich komme mal hier zu dir. Er kommt! Das ist doch fucking unfair! Das kannst du nicht machen mit so einem Kackgegner. Ich krieg das nicht hin. Andere schlitzt mich dann von hinten auf. Ich kann doch nicht. Das ist doch der reinste Abfuck hier. Keine Granate mehr, ich hab irgendwie gepaid. Ja, wo bin ich denn jetzt gelandet? Irgendwo, wo ich eigentlich gar nicht hin sollte. Ja. Nein! Das können wir nicht! Krieg's einfach nicht hin, ne? Was ist das für eine. Was ist das für eine Kacksituation hier? Schon Warning. Was wirft der Typ eigentlich die ganze Zeit Granaten auf mich? Oder was ballert mich hier ab? Die sind doch voll hart, die Granaten. Lebt noch einer? Ah, okay. Warte, ich werde jetzt einfach diese Waffe hier benutzen und den damit abschießen. Haha! Ich glaube, ich habe ihn. Nee, der lebt noch. Jetzt habe ich ihn. Oh, Leute, guck mal. So geht das. Falsche Waffe benutzt. So, der sollte eigentlich nicht schießen, ne? Oh, oh. Hier, vielleicht holt sich doch mal die hier. Mit dem auch. Ah, geschafft. Oh, komm, Kontrollpunkt. Helft Cat mit einem Verteiler. Danach wieder her. Kein Kontrollpunkt, aber egal. Ist ja. Ne? Ah. Wie lange? Die Frage meines Lebens. Die Station läuft frühestens in 2 Wochen wieder. Das sind Plasmaschäden. Alle wichtigen Ablenkkomponenten sind durchgeschmort. Wir haben keine 2 Minuten. Deshalb zapfe ich die Überlandleitung an und verbinde direkt mit Colonel Holland. Sie stehen mir im Licht, Commander. Finde raus, was sie weiß. Wie heißt du? Wohnst du hier? Anevem George. Shara. Shara, Sepp Potterosodnev. Dein Dialekt kommt mir bekannt vor. Sopron? Dangari. Ein Freund? Vater. Scheinelom. Tut mir leid. Warum sollte es? Der Große vergisst manchmal, was er ist. Sie hat ihren Vater verloren. Sie muss in psychiatrische Behandlung. Da ist sie nicht die Einzige. Hört auf, alle beide. Lass sie frei. Der Vater bleibt hier. Danke, Sir. Signal. Es ist nicht konstant, aber vorhanden. Das reicht mir. Am besten nichts anfassen, sonst kommt es zur Entladung.
kann sie kaum hören. Statusbericht, over. Colonel, Noble 1 hier. Keine Rebellen. Die Allianz ist auf Reach. Bestätigen Sie. Wie bitte, Noble 1? Die Allianz? Positiv. Notfallplan Winter ist in Kraft. Möge Gott uns beistehen. Oh nein, das geht ja gar nicht. Die Allianz. Das ist ja auch immer so ganz komisch an. Allianz hört sich doch eigentlich immer sehr positiv an, aber nein, diesmal nicht. Das ist übrigens schon jetzt die zweite Mission, da geht man einfach sofort nahtlos über. Wir machen aber gleich nach der Cutscene eine Pause. Oder geht das schon hier drin? Ah ja, es geht schon hier. Okay. Dann werden wir kurz hier eine Unterbrechung machen. Und dann machen wir dann nächstes Mal weiter. Bei der Mission MND Schwertbasis. Wo wir jetzt sind. Ja, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Das war in dieser Folge sehr, sehr ich will nicht sagen schlimm, aber ich habe mich ein bisschen dämlich angestellt. Aber egal, das hat ja doch irgendwie funktioniert. Ja? Man sieht, ich bin kein guter Shooter-Pro. Das könnte ich auch nicht erwarten. Aber vielleicht hat der eine oder andere doch ein bisschen Spaß daran. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei MND Schwertbasis. Haut rein. Tschüss.